Die Entwickler haben in der Laufzeit von The Sims 4 schon eine Menge an verschiedener Welten entworfen, die im spielbaren Bereich immer top aussehen. Wenn man mit der Kamera aber ein wenig nach hinten fliegt, wird oft alles direkt deutlich undetaillierter und manche Regionen bieten hier sogar ein paar Geheimnisse, die ich euch in diesem Video vorstellen möchte. Ich bin jetzt hier schon direkt im Spiel und viele von euch wissen vielleicht noch gar nicht ganz, wie man sich denn die Welten in The Sims 4 ganz genau angucken kann und überall mit der Kamera hingehen kann, weil normalerweise, wie man sieht, sind hier so kleine Begrenzungen drin. Ihr drückt einfach die Tab-Taste auf eurer Tastatur und schon seid ihr in einer Ansicht, mit der ihr wirklich überall hingehen könnt. Aber teilweise, um die Grenzen von The Sims 4 zu erreichen, muss man nicht unbedingt die Tab-Taste drücken. Es reicht teilweise, lustigerweise wirklich, einfach die Kamera geschickt zu drehen, wie zum Beispiel hier, man sieht hier schon. Ja, manchmal haben die Entwickler einfach wirklich nicht aufgepasst und ja, die Karte ist an sich für die Kamera eigentlich zu klein. Ich finde es ehrlich gesagt fast schon ein bisschen peinlich. Man sieht also so ein bisschen, dass die Entwickler nicht wirklich in jeder Situation darauf geachtet haben, dass die Welten gut aussehen, weil ich meine, so eine offensichtliche Sache, die man direkt, wenn man einfach nur die Kamera dreht, bemerkt, ist schon ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber ich fand es gerade am Anfang von The Sims 4 ganz interessant, zum Beispiel hier hinten, diese kleinen Häuser, wie man sieht, ja, es sind wirklich nur diese paar Häuser, die man auch sieht. Hier ist dann so ein kleiner auch Bereich, den man nicht betreten kann, der aber sogar relativ detailliert gestaltet wurde. Jetzt können wir uns hier ja mal so ein bisschen auch diese Häuser hier angucken, die herumstehen. Sogar hier sieht aus wie ein Hutladen. Eigentlich ganz schade, dass sie diesen Bereich nicht, sagen wir mal, spielbar gemacht haben, weil ich finde, wenn man jetzt hier so mit der Kamera ist, es sieht wirklich hübsch aus. Also hier würde ich meine Sims doch auch mal gerne hinschicken, aber so ist das natürlich leider in The Sims 4. Was ich auch ganz interessant finde, die Entwickler arbeiten natürlich hier auch so ein bisschen mit Tiefe. Man sieht hier hinten noch ein paar Bäume, aber das ist natürlich auch getrickst. Die eigentliche Welt hört viel früher auf. Also hier könnten die Sims theoretisch noch laufen. Das hier sind dann quasi einfach Objekte und dann wurden hier so ein paar 2D-Bäume in den Hintergrund geklatscht. Ja, ich meine, es ist natürlich in der Spielentwicklung gang und gäbe, dass man das so macht. Es macht ja auch gar keinen Sinn, das hier hinten alles zu modellieren. Aber ich finde, für alle, die sich mal interessiert haben, wie die Welten eigentlich so mal aussehen, finde ich das doch eigentlich recht interessant. Und eine kleine weitere Besonderheit in dieser Welt, die mittlerweile aber nicht mehr da ist, und zwar in einer der ersten Versionen von The Sims 4, in dieser Welt von Willow Creek, beziehungsweise Region, gab es hier hinten ein kleines verstecktes Grundstück, was ich euch jetzt auch nochmal einblende. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ich fand es eigentlich ganz witzig. Ja, die Entwickler haben hier zu Testzwecken scheinbar früher mal ein kleines Grundstück erstellt, aber mittlerweile gibt es das nicht mehr. Also haben die Entwickler dann das auch mal irgendwann bemerkt und dann wieder aufgeräumt. Eine weitere lustige Sache, die mir aufgefallen ist, ist im Wüstenblütenpark. Und zwar, wenn wir den mal besuchen. Die Welt sieht auf den ersten Blick ganz gut aus, auch wenn hier so ein bisschen merkwürdige Felsen teilweise sind, die so, glaube ich, in echt gar nicht funktionieren würden. Aber das Witzige, was mir aufgefallen ist, auch wenn man hier rausgeht, gibt es eine kleine Überraschung. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal auf Geschwindigkeit 3 stellen, wie man sieht, es fährt hier einfach mitten im Nirgendwo dieses mysteriöse Auto rum. Ich weiß nicht, was die Entwickler da gemacht haben. Ich fand das auf jeden Fall sehr witzig. Das ist mir auch schon, seitdem ich The Sims 4 besitze, irgendwie aufgefallen. Da ist scheinbar eine Straße, eine unsichtbare, die hier nicht sein sollte. Ja, genau, hier hinten auch. Ah, okay, hier geht's nochmal weiter. Es ist ein bisschen verrückt. Ja, hier fahren immer andere Autos rum, die scheinbar ihre vorgefertigte Route haben. Hier einmal durch. Es wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, woher das kommt. Vielleicht haben die Entwickler quasi eine andere Welt als Basis benutzt und ja, haben vergessen, halt diese Straße, die dann in der anderen Welt war, zu entfernen. Fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Auch diese Region finde ich recht spannend. Wie man sieht, haben die Entwickler hier sogar ein kleines Casino-Gebiet hier so entworfen. So sieht es für mich zumindest so ein bisschen aus. Ich habe es immer so genannt. Ich finde es hier eigentlich auch recht schick. Ganz viele Objekte, die man, wenn man nicht genau hinguckt, gar nicht sieht. Zum Beispiel hier wirklich ein Flughafen, der hier auch so ein animiertes Flugzeug hat, was es nicht interessiert, dass es hier gerade in diese Deko reinfliegt. Aber das ist auf jeden Fall auch ganz interessant. Das hier soll so eine Art Autokino sein, was sogar einen Bildschirm hat, der sich wirklich bewegt.
der animiert ist. Ich glaube, dieses Objekt wurde auch in so vielen Die Sims 4 Welten, glaube ich, in Delsol Valley wurde es nochmal recycelt. Also, ja, an der Deko, manchmal finde ich sogar so ein kleines bisschen schade, weil selbst innerhalb der Welten Häuser ganz oft recycelt werden. Das werdet ihr jetzt ebenfalls nochmal sehen. Was ich ebenfalls interessant finde, in manchen Regionen sieht man ja auch andere Regionen im Hintergrund. Zum Beispiel hier haben wir quasi diese kleine Insel. Das ist das Crumble Island insgesamt. Und wir haben hier die Klippen, die ebenfalls hier quasi zusammenhängen. Aber wenn wir jetzt auf die Wohninseln mal vorbeischauen, dann sieht man hier im Hintergrund ebenfalls dieses kleine Gebiet. Aber die Entwickler haben hier hinten nicht wirklich sich dann die Mühe gemacht, in der Wohnregion diese Klippen hier auszumodellieren. Also hier ist ja normalerweise eigentlich dann der Pool und hier dieser kleine Eingang, wo man reinkommt. Aber ja, muss man ja nicht modellieren, wenn man es von der anderen Seite nicht sieht. Das fand ich ja auch recht interessant. Hier ist noch so ein kleines schwarzes Viereck. Ich glaube, das kommt von diesen Mauern, die normalerweise auch ein bisschen hübscher gestaltet sind. Ich finde es eigentlich immer recht interessant, sich die Welt mal aus so einer anderen Perspektive anzugucken und zu sehen, dass natürlich auch immer alles ein bisschen auf die Perspektive drauf ankommt. Wie man sieht, hier ist auch irgendwas mit dem Wasser ein bisschen komisch. Ja, irgendwie. Ich glaube, das Wasser ist hier nicht mehr so wichtig. Hier sind noch diese Wellen, die irgendwie auch keinen Sinn so richtig ergeben. Die sind ja quasi eigentlich immer da, wo die Region aufhört, sage ich jetzt mal, aber hier irgendwie nicht. Auch bei den alten Ruinen wurde dieses Prinzip angewendet, weil man kann hier ja sehen, das kleine Grundstück hier ist von diesen Mauern eingefasst und dahinter verbirgt sich eigentlich ja dann das kleine Wohngebiet. Aber wenn man sich das jetzt genau anguckt, sieht man, hier ist eigentlich nicht so wirklich was. Hier stehen ein paar Dekohäuser, alle sehr schön aneinander, wo man auch direkt wieder erkennen kann, dass sich viele hier wiederholen. Zum Beispiel das Haus, dieses rote und das hier hinten, das ist einfach nur gedreht. Besonders hier auch, die wiederholen sich alle ständig. Aber das ist leider meiner Meinung nach auch so in der Welt ein bisschen nervig. Gerade auch, es gibt viele verschiedene Brücken, die immer gerne von den Entwicklern nochmal recycelt werden. In Newcrest gibt es die gleichen Brücken wie in Willow Creek. Ich bin der Meinung, also die Welten sind natürlich immer eigentlich wunderschön, aber es sollte trotzdem so ein bisschen drauf geachtet werden, dass man jetzt nicht unbedingt hier 5000 Mal die gleichen Klonhäuser stehen hat. Ich habe auch das Gefühl, dass die Entwickler teilweise die Welten, als sie das getestet haben, nur mit der The Sims 4 Kamera getestet haben. Wenn wir die mal aktivieren, dann kann man hier eigentlich nicht wirklich weiter gucken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Entwickler quasi einfach mit dieser Kamera das wirklich entwickelt haben. Mit dem Hintergedanken, dass es noch die Sims 3 Kamera gibt, wo man mehr neigen kann und deshalb auch die Region im Hintergrund besser sieht. Aber ich glaube, es wurde nicht so wirklich getestet, ob man das dann jetzt so in dem Maße sieht. Deswegen, ja. In Brynaden Bay haben die Entwickler ein paar weitere Sachen versteckt, beziehungsweise nicht ganz aufgepasst. Denn wenn man hier so rechts an den Rand geht, sieht man, ja, hier zieht sich so eine komische Linie ganz, ganz weit nach hinten. Also ich weiß nicht, was das hier genau sein sollte. Es sieht ein bisschen aus wie so eine Eisenbahnstrecke. Ja, irgendwie, ach so, hier ist der Teil der Straße, der eigentlich hier vorne sein sollte, aus irgendeinem Grund extrem weit nach hinten gezogen. Das sieht ja auch wirklich witzig aus. Die ganzen Bäume sind natürlich ja auch 2D, aber was ich weiter interessant finde, die Entwickler haben in diesem Fall quasi eigentlich nur die Hälfte der Karte bebaut. Man sieht hier vorne ist es so ein bisschen hellblau, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, ja doch. Und dann hier hinten, ja, hört die Map einfach auf. Also wurde quasi nur die Hälfte der Karte bebaut, was ja auch nicht schlimm ist, was nicht wirklich auffällt. Alle Karten in The Sims 4 sind für die Entwickler quasi immer viereckig und da wird dann die Karte drauf gebaut und manchmal halt auch nur die Hälfte. Delsol Valley früh am Morgen hält auch ein paar interessante Geheimnisse parat, und zwar hier oben in dieser reicheren Region, sage ich jetzt mal. Wenn man hier so ein bisschen rumfliegt, man erkennt, dass die Stadt hier, ja, soll quasi Delsol Valley darstellen. Aber auch hier haben die Entwickler irgendwas Komisches eingebaut. Man sieht schon, wenn man hier ein bisschen rumguckt, manche
Häuser sind aus irgendeinem Grund, obwohl sie ja hinter anderen sind, werden trotzdem weiter vorne dargestellt. Das sieht meiner Meinung nach auch sehr witzig aus. Naja, von hier oben fällt das natürlich überhaupt nicht auf. Hier ist ja auch alles voller Nebel jetzt. Aber ich fand es ganz, ganz interessant. Der Boden hier sieht irgendwie auch witzig aus. Es erinnert mich so ein bisschen an diese Teppiche, die man als Kind immer hatte, wo dann ja so diese Städte drauf gemalt waren, weil es ja auf dem Boden abgebildet ist. Ja, irgendwie hier unten ist es dann nicht mehr so schön, logischerweise. Ist ja auch nicht so gedacht. Ein ähnliches Prinzip lässt sich dann quasi auch in den anderen Nachbarschaften in Del Sol Valley erkennen. Ja, hier ist immer so ein Boden und dann sind da ganz, ganz, ganz viele kleine Häuser drauf platziert, teilweise im Boden, so schwebend. Ist natürlich auch wieder völlig egal, weil man es eigentlich nicht sieht. Aber ja, irgendwie sieht das, wenn man so von hier oben guckt, trotzdem sehr witzig aus. Hier so ganz viele, also da haben die Entwickler Boden hingesprüht, hier so ja, Asphalt einfach, aber auch so ein bisschen wahllos. Als hätte sich da jemand mit dem Pinseltool einfach ausgetobt und irgendwas da drauf gemalt. Ja, hier wird es dann natürlich schon, wo die Spielwelt ist, wird es ein bisschen genauer und detaillierter. In San Myshuno angekommen, hier in der Großstadt, in der dritten Erweiterung von The Sims 4, gibt es ebenfalls so ein paar kleinere lustige Sachen. Ich glaube, jeder von euch hat dieses Haus schon mal gesehen, was ja eigentlich ursprünglich in Willow Creek steht, auch in der reichen Region, wo wir vorhin waren. Aber auch sonst gibt es hier so ein paar Auffälligkeiten, zum Beispiel das hier. Und für mich sehen teilweise diese Pools, was es hier so überall auf dem Boden gibt, irgendwie sehr detailliert aus und irgendwie passen die vom Stil auch gar nicht so richtig in denen von The Sims 4 rein. Da ist jetzt natürlich der Gedanke nahe, dass die Entwickler hier irgendwie bei Google Maps oder so Sachen rausgescreenshottet haben, weil das teilweise einfach wirklich sehr detailliert aussieht. Hier dieses Basketballfeld. Es kann gut sein, dass die Entwickler da wirklich auf echte Sachen zurückgegriffen haben und die quasi einfach als Bilder reingepackt haben. Ja, ich meine, wenn man hier so langsam in den Hintergrund geht, wird es wirklich sehr undetailliert. San Myshuno, wenn man sehr weit rauszoomt, aber wir zoomen jetzt mal ein bisschen mehr rein und wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, dieses Gebiet, wo man wirklich spielen kann, befindet sich ja auch ein bisschen weiter oben und hier weiter unten sieht man ganz viele kleine Sims rumwuseln. Wenn wir uns die jetzt aber mal genauer angucken, ihr wisst ja wie alle, wie die Sims in The Sims 4 aussehen. Ja, diese Sims sind wirklich teilweise ziemlich gruselig. Das sieht wirklich nicht schön aus. Aber die Entwickler haben hier extra so kleine Figürchen gebastelt, die wirklich wie die Sims aussehen sollen in einer sehr, sehr undetaillierten Version. Auch natürlich wieder, um ein bisschen den Computer zu schonen, dass nicht so viel berechnet werden muss. Aber ich fand das auf jeden Fall witzig. Die laufen hier einfach rum. Und ich glaube, wenn die oben bei den eigentlichen Sims herumlaufen würden, wäre das sehr gruselig. Aber ja, fand ich auf jeden Fall auch ganz witzig, als ich die das erste Mal gesehen habe. Bekommt man erstmal einen kleinen Schreck, aber ja, es ist ja auch logisch, dass die Entwickler sich hier nicht so viel Mühe machen. Dann hier unten, ja, auch wieder sehr undetailliert alles. Ähnlich undetaillierte Figuren gibt es natürlich auch in Brinton Bay, da haben die Entwickler kleine Hunde noch hinzugefügt, auch in einer sehr, nennen wir es mal minimalistischen Version. Ebenfalls ein kleiner interessanter Fakt, wie ich finde, die Entwickler haben in ganz vielen Welten, damit es in der Nacht ein bisschen schöner aussieht mit den Lichtern, wenn man genau hinguckt, ist hier ja alles voller Lichter, haben einzelne Lichter platziert, die sind also eigentlich gar nicht mit dem Gebäude verbunden, man sieht es hier ganz gut. Ja, da ist ein Lichtfleck, aber irgendwie kein Licht. Ist ein bisschen getrickst, aber es macht alles trotzdem ein bisschen schöner. Hier so ein bisschen ein grüneres Licht, das fällt hier direkt auf oder bläulich so ein bisschen. Also ja, es wird auch nicht nur Objekte platziert, sondern auch Effekte, also in dem Fall jetzt hier Lichter. Da wird von den Entwicklern immer ein bisschen drauf geachtet. Und ein weiteres cooles Detail, was man besonders gut in der Arbeitsregion erkennen kann, also wenn man die Sims in der an die Arbeit Erweiterung in eine der Karrieren schickt, also entweder in die Polizei- und Arztkarriere und dann in dieser Region hier landet, dann kann man sehen, dass an einigen Gebäuden dieser kleine
ja, Hotdog-Stand, kann man das so nennen, Krokodil-Stand sich befindet. Von dem gibt es auch ebenfalls eigene Konzeptzeichnungen. Das heißt, die Entwickler haben da irgendwie wirklich ein bisschen mehr Zeit reingesteckt. Ja, ich fand das irgendwie ganz cool. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sie da nicht mehr draus gemacht haben. Es wäre auch echt irgendwie ganz witzig, wenn es manche Gebäude in der Welt gäbe, wo man sich wirklich was zu essen holen kann oder allgemein ein bisschen mehr mit denen interagieren kann. Also der ist leider von innen leer. Aber obwohl, ja, hier hinten ist irgendwie auch noch ganz viel Deko dran, obwohl man das eigentlich von außen gar nicht sieht. Also da wurde sich irgendwie schon ein bisschen, sagen wir so mal, unnötig viel Mühe gegeben. Ich habe mir auch schon überlegt, ob vielleicht dahinter wirklich ein Gameplay-Feature steckt, was dann doch nicht umgesetzt wurde. Und dann haben sie sich gedacht, okay, jetzt haben wir das hier schon fertiggestellt, dann packen wir es jetzt hier noch in eines der Häuser rein. Aber ich fand das auf jeden Fall recht spannend. Wie ihr gemerkt habt, bin ich jetzt nicht in jede Region von The Sims 4 gegangen, aber aus dem einfachen Grund, weil nicht in jeder Region irgendwas Spannendes im Hintergrund zu sehen war. Aber ich meine, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht noch irgendwas übersehen habe, was ihr erwähnenswert findet. Und ob ihr das allgemein auch mal gemacht habt, in den Welten einfach mit der Tab-Taste rumzufliegen und sich mal alles so ein bisschen genauer anzugucken. Das würde mich doch auf jeden Fall mal interessieren. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.